Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu ARK. Ja, und wieder mit einem Start ist der liebe Sergeant Möller. Ein Salut von mir. Und der Dynamo-Man. Ja, hallo, ihr Lieben. Ja, und heute, wie ihr schon seht, haben wir uns hier schon bereitgestellt. Ich gehe mal ins Inventar. Wir haben viele Narkotikpfeile. Die anderen haben auch noch mal so viel. Wir haben viele Arrows. Denn heute gehen wir auf Drachenjagd, meine lieben Freunde. Denn wir wollen einen Drachen zähmen. Und ja, würde ich sagen, schwingen wir uns auf die Getiere. Und suchen uns erstmal einen. Wir müssen erstmal einen suchen. Und so kann man so ein bisschen die Insel auch mal so ein bisschen gleich mal angucken. Aber obwohl es jetzt schon wieder dunkel wird. Im Dunkeln ist gut munkeln. Es ist so scheiße. Ja, wieder richtig gutes Timing zur Aufnahme. Ja, und wenn wir jetzt auf dem Weg sind, dann kannst du ja mal, lieber Herr Müller. Und zwar haben wir viele, viele Ideen, was wir hier noch so in das ARK-Projekt mit einfließen lassen, mit vielen, ja, mit vielen, wie heißt es, Events und so ein Zeug, was wir gegeneinander machen. Vielleicht sogar mit euch, wenn ihr darauf dann Bock habt oder so. Und der Sergeant Müller, der hat die jetzt alle im Kopf. Und er will jetzt mal ein paar davon sagen, die wir schon geplant haben. Wir müssen natürlich noch darauf hinbauen, um das alles dann zu haben. Fliegt man nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher mit meinem scheiß Vieh. Ja, das soll mal ein bisschen was erklären und ja. Ja, dann fange ich am besten mal an, würde ich mal sagen. Also, es sind sehr viele Events geplant, wie Onkel das schon bereits erwähnt hat. Und fangen wir doch einfach mal so Kuddelmuddel an. Also, ich hatte mir schon überlegt, oder beziehungsweise wir, das ist glaube ich besser gesagt, wir, dass wir zum Beispiel ARK Olympics machen. Also das ist auf jeden Fall geplant, ARK Olympics. Da könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, so wie der Name es schon sagt, Olympische Spiele, bezüglich halt nur ARK, halt mit Personen, oder halt nur Personen und Dinosaurier. Also das ist halt ein Projekt. Zum zweiten Projekt, ist ein Spezialevent, ja, so kann man es sagen, ein Spezialevent, weil das wird richtig lange dauern in der Vorbereitung. Ich sag nur so viel Würfel, mehr sage ich nicht. Das soll auch so eine kleine Überraschung noch für euch werden. Und ja, das Würfelprojekt, das wird alles abverlangen, was es gibt. Das Würfelprojekt, wie das geklungen hat. Hört ihr das? Bum bum, ich hab bum bum. Ja? Ja. Ach, da unten, ich seh's schon. Das ist dieser Ich bin Fettvieh, dieses Pferd. Paratia. Ach so, gut. Ja, dieses Scheißvieh hat mich gerade richtig aus dem Konzept gebracht. Ja, Würfelprojekt auf jeden Fall. Dann noch so eine Art Hunger Game, also Hungerspiele. In 6 verschiedenen Stufen waren wir, ne? Ja, richtig. Und das wird halt so ablaufen, erst leicht, so damit halt der liebe Onkel auch gewinnen kann. Du Drecksack. So, und halt, es wird immer schwieriger und schwieriger. Und da habe ich auch richtig geile Sachen geplant. Aber wir wollen eigentlich nicht zu viel verraten. Wir wollen immer noch so eure Neugier packen. Und das Coole ist, ihr könnt bei allen mitmachen. Aber natürlich müsst ihr dann Aufnahmegebühr wollte ich schon sagen. Nein, ihr müsst dann halt, ja, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, so eine Vorrunde absolvieren. Ob ihr überhaupt das Zeug dazu habt, in diesen Events-Spielen mitzumachen. Echt? Ja. Also würde ich mal so sagen. Weil nämlich, ich denke mal, wenn so ein Rambo-Typ da ist, der hat zwar gute Chancen zum Beispiel im Hunger Game, aber hat null Chancen in ARK Olympic. Sowas, ja, das könnt beispielsweise. Ja, das könnt ihr ja dann selber entscheiden, was sie denken, was sie fähig sind. Weißt du, richtig. Also, wenn jemand überall mitmacht, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, ja. Wir werden es auf jeden Fall vormachen. Ihr seht dann so ungefähr, wie es geht. Wir machen die natürlich vorher erstmal die Olympics und bla bla bla, machen wir unter uns. Also ihr seht das natürlich, wir nehmen das dann auf. Und ja, und die Insel hier oben, das kann man ja wenigstens schon mal sagen. Die Insel hier oben, also dieser Bereich, diese ganze Insel, die wird für die Hunger Games bleiben. Also das heißt, hier oben wird nichts bebaut oder sonst irgendwas. Hier oben werden die Hunger Games stattfinden. Also wir werden kein Survival of the Fittest oder so einen Scheiß machen, sondern es wird wirklich hier oben ein Hunger Games von uns gestaltet. Richtig. Unser lieber Admin wird dann hier ein paar Kisten irgendwo verstreuen, irgendwo verstecken.
Und da drin befinden sich dann eben Waffen. Ja. Und dann geht's auf die Insel, waffenlos. Oh ja. Rüstungslos und dann wird hier ja, gemetzelt, ne? So, also ich kann hier nichts sehen, das geht mir so auf den Sack. Ja, nicht nur du. Also normalerweise müssten ja hier oben so ein scheiß Drache irgendwo spawnen. Richtig. Aber ich glaube... oh, ich muss mal landen. Notlandung. Und hast du noch was zu erzählen, lieber Sergeant? Da gibt es eigentlich einiges. Aber ich möchte auch wiederum, weil ich bin eine Quasseltante, ich verplapper mich gerne. Und deswegen will ich bezüglich den Projekten das erstmal jetzt so stehen lassen. Weil die anderen Projekte, die ich jetzt noch im Kopf habe, die werde ich noch nicht verraten, weil das sind solche kleinen Spezialevents, sagen wir es mal so. Dafür braucht nicht so eine große Vorbereitung sein oder was auch immer, sondern das ist so mit wenig. Oh, ich habe sie da. Ach, das ist ein Adler, okay. Entschuldigung. Mit wenig kann man daraus richtig bombastische Sachen machen. Okay, ich habe mich angegriffen. Ja. Und ja, das wird noch nicht so. Kommst du klar? Sollen wir helfen? Ja, nö, komm ich schon klar. Wann das dich nur? Oh, ich geh mal bitte weg. Ja, und da kann man auch mal sagen, was wir so wie überhaupt mit dem ganzen Bauprojekt vorhaben. Hey, wer hat mich hier denn gegriffen? Nicht loslassen, nicht loslassen. Okay. Vogel, Vogel! War irgendwie nicht geplant. Falsche Maustaste gedrückt, oder? Ja, kann sein, im Eifer des Gefechts. Also ich erinnere mich jetzt nicht, rechte Maustaste geklickt zu haben, aber kann durchaus sein. Der Vogel soll endlich mal runterkommen. Wo ist er denn? Oder Dom? Ja. Und 108er Angetavis. Mein Herz weint. Ja, haben wir. Gut gemacht, Vogel. Gut gemacht. Da. So, okay, komm zu Papa. Ein bisschen Fleisch für meinen oder für deinen. Ja, machst du das halt. Oi, der ist sogar fast down. Ups. So, ich habe mal ein bisschen Fleisch genommen für den Vogel. Den Rest kannst du nehmen. Und ich muss schon wieder landen. Ja, so ist ja, das. Also leider. Drachen spawnt hier, wie es ausschaut, nicht? Ja, aber also, die Map ist ja. Achso, ja genau, ich wollte zu unserem überhaupt. Hä? Sind ja. Die uns? Ja, eben. Ja. Was ist denn da los? Die waren ja auf einmal so im Wege und da dachte ich, ja, warum nicht? Na komm. Füll dich auf. Wer braucht er denn? Hat er kein Fleisch mehr? Doch. Du kannst auch einfach, also, ei. Aufgesetzt. Wenn du fliegst, Leertaste drücken und dann kannst du damit rumlaufen. Ach so. Okay, das wusste ich zum Beispiel noch. Besser Fleisch. Willst du noch besser Fleisch haben? Kannst du gern machen. Ich hab noch genug. Also ich hab sogar dreimal Prime mit drin. Ja, heute sind dreimal wirkliche Sprachfehler sind heute hier drin, aber so ist das, so muss das sein. Ach genau, ich wollte ja noch was erzählen, genau. Ich wollte noch erzählen, was wir überhaupt mit dem ganzen Projekt, was die Bau-Dings angeht, vorhaben. Und zwar, können wir ja schon mal voraussagen, und zwar wollen wir uns, ja, wie so ein kleines, also dieses Anfangslager, was wir jetzt hier haben, das wird dann als Hafen umgebaut, dann wird ein kleiner Weg reinführen und dann werden immer so kleine Dörfer aufgebaut, also dass wir dann so eine richtig schöne kleine Landschaft haben. Was? Und es werden dann auch verschiedene... Verabschiedet. Wie? Was? Warum? Ja,
über Wasser gelaufen. Und schon wieder. Achso, und ja, da werden auch so verschiedene Käfer in verschiedenen Richtungen gebaut, wie zum Beispiel der Sergeant wird dann eine chinesische, ne, chinesische oder japanische Dörfchen so bauen. Gedöns. Ja. Da Dynamo hat schon gesagt, er möchte gerne Piratensachen bauen und ja, mal gucken, was da so wird. Das wird versuchen. Oder so eine kleine Landschaft und ja, mal gucken. Es wird dann so in die Berge, auch mal ein paar Wege in die Berge führen, wo dann so ein Häuschen steht mit einem Feld davor oder so. Wir werden uns so eine schöne Landschaft aufbauen. Auf jeden Fall. Was unser Projekt natürlich noch sehr viele Parts reicher machen wird. Ja, also ich finde hier absolut keinen Drachen. Ich glaube, das ist ja. Und so, groß, und so groß ist die Insel wirklich nicht. Also da kann man ruhig die Hunger Games machen. Also. Wie wäre es, wenn wir auf die Insel bei 10,50 hinfliegen mal? Ist das die, wo du hinbauen willst, dein chinesisches Kaff? Nein, das ist ganz weit hinten links, ganz unten links. Nee, direkt oben an der Map, da ist eine Insel. Keine Ahnung, ich fliege euch immer nach, ich weiß ja gar nicht, wo ihr seid. Wir sind immer noch da, wo die Ankylos sind. Nee, ich nehme... Ich hab nochmal... Also hier Haufen Diamanten. Ich hab nochmal kurz Rumflug, aber... Wirklich keine Sachen. Kristalle, so rum. Warte mal, da unten. Oh, da ist ein Raptor. Bei deinen Ankylos. Oder? Ach. Nee, doch nicht. Die Ankylos schaffen das schon. Wo seid ihr denn? So, den Onkel habe ich schon mal. Okay. Komm mal wieder. Hey, ich habe einen Raptor. Jede Sekunde. Ich habe da so einen Raptor mitgebracht. Ja. Den müssten wir jetzt eigentlich bei uns unten reinstellen, ne? Ich bin jetzt bei den Ankylos. Okay. Aber dann weiß ich, wo du bist. Tschüss. So. Ja. Wollen wir dann rüberfliegen? Bruch. Ja, wie gesagt, ich folge euch. Oh, ich muss schon wieder landen. Meine Fresse. Dieses Vieh. Also wie auch gesagt, dieser Drachen. Der ist auch sehr selten und deswegen ist es auch sehr rar und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Sergeant, du hast beobachtet, dass der sogar um eine bestimmte Uhrzeit erst auftaucht, oder? Richtig, richtig. Aber leider ist das hier auf diesem unseren Server nicht vorhanden. Vielleicht ist das auf einem gemoddeten Server, wo die Zeit die Spawnzeit von dem Drachen eingestellt worden ist. Also bezüglich den Uhrzeiten und so. Und ja, hier heißt es, die Nadel im Heuhaufen suchen. Richtig, aber macht ja auch Spaß. Wir können uns mal schön die Landschaft ein bisschen angucken. Bin ich zu schnell? Yep. Ja. Woran merkst du denn das? Weil ich alleine bin vorne. Ja, jetzt sehe ich dich gerade erstmal wieder. Ja, aber ich denke mal, da dort wird keiner sein. Also wir müssen mal ein bisschen weiter auf dem Boden fliegen, oder? Weil den Drachen sieht man doch hier oben nicht. Boah, wo das Vieh sein soll. Na, schönen Dank auch, ey. Ja. Ich hoffe jetzt, ich kill dann hier nicht das Vieh. Also hier den. Weil das Ding fliegt ja auch, ne, der Drachen. Ich glaube ja. Ja, der fliegt. Kann man dafür überhaupt einen Sattel machen? Theoretisch schon. Weil ich hab welche gesehen, die auf denen Drachen geritten sind. Ach stimmt, ich habe ja das letzte Mal bei Chris Play mal reingeguckt, bei Dings. Bei seinem Livestream, den er macht. Und da ist er auch ein Drachen geritten, stimmt. So, ich muss wieder landen. Schön, dass ihr hier mal gewartet habt. Also das Vieh ist noch nicht ganz gepimpt, so wie es sein soll. Ich werde auch jetzt... Ja, so ist das. Na gut, Level 18. So, weiter geht's. Also noch nicht so viel erwarten. Aber mal schauen, vielleicht finden wir so ein anderes Vieh, was sich zum Zähmen lohnt. Zum Beispiel ein Giganto oder sowas. Giganotto. Was schön ist auf jeden Fall.
Auf jeden Fall nicht so ein kleines Vieh. Er will unbedingt einen Gigant, da macht das alles kaputt. Da brauchen wir erstmal eine Metallmauer und so einen Scheiß, dass wir den da reinstellen. Ich weiß ganz genau, der wird uns zerfleischen und bei uns ist alles weg. Ich sehe es schon kommen. Ich will den Giganto nicht haben. So, Onkel, brauchst du noch eine Pause? Ist weit von hier aus? Nee, eigentlich nicht. Na komm, ich habe die Hälfte schon wieder runter. Ich mache einfach mal. Boah, das ist schon sowas von geil, mit den Viechern rumzufliegen. Das ist echt mega. So, können wir losstarten. Flieg mal vor, ich bin sowieso schneller, der langsamere. Mal gucken, vielleicht finde ich sogar was im Wasser. Ein Hai. Ein Megalodon. Oder meinst du eher so ein komisches Nessie-Vieh? Irgendein Vieh. Ach, ich glaube, das Nessie-Vieh, das ist doch am Meeresgrund, oder? Richtig, ja. Ja, das wird jetzt eine schöne Flugshow hier. Auf jeden Fall. Aber ich habe nur ein bisschen Angst um dich, Onkel. Wegen Stamina. Weil es ist noch ein gutes Stückchen. Na, ich habe schon über der Hälfte. Ich bin gerade bei der Hälfte. Weil ich erstmal auf der anderen Insel hier auf der mal kurz zwischenlanden war. Ja, gute Idee. Boah, fuck. Stamina geht doch bestimmt nicht so schnell runter, wenn ich jetzt mal normal fliege, oder? Boah, das eigentlich nicht, nein. Das geht dauert viel zu lang. Vielleicht stürzt geht natürlich, ab. Geht natürlich langsamer runter, als wenn du schnell fliegst, aber Scheiße, ob ich das noch schaffe? Alles gleich hier um Ecke. Noch 200 Flügelschläge. Ich muss da drüben ankommen. Meine Stamina ist gleich alle. Ja, das Gute ist, dass du nicht alleine bist. Richtig. Was weil du natürlich wenn, machen wenn kann. Wenn dein Vogel abstürzt, musst du U drücken. Ja, na, dann tun wir deinen Vogel. Also deinen Vogel können wir retten. Ich weiß nicht, ob du es schaffst, zur Insel zu schwimmen und zu überleben. Na, ihr könnt mich doch auch retten. Ja, wenn wir zu nah übers Wasser fliegen, dann ja. Springen wir auch vom Vogel ab. Ach, aber ich bin hier schon zweimal runtergeflogen. Vogel macht kein Tauchen. Also hier ist kein Vieh. Dürfte jetzt nicht sein. Wie sieht's aus, Onkel? Naja, noch, ich sag, wenn ich jetzt langsam fliege, geht's. Kann ich ja nicht einfach hier mal stehen bleiben? Nee, ich glaube, das ist ein großer Fehler. Also bis hier musst du mindestens kommen. Da fliegt da vorne noch eine Runde. Komm, flieg doch nochmal zurück, übers Meer, zurück und wieder zurück. Und ich bin hier noch am... Miau dich selber. Boah, das war knapp gewesen. Und Freunde, das ist genauso, das wenn ich hinter Onkel hinterher renne. Ja. Ach nee, ihr habt es ja gar nicht gesehen. Wir haben nämlich zwischendurch mal bei Sarge und Zedardus eine kleine Jagdfolge aufgenommen. Richtig. Wie gesagt, Video, Kanal unten in der Videobeschreibung. Also ich könnte hier noch eine Stunde in der Luft bleiben. Das ist schön. Yeah. Und? Oh, wie gut das. Hallo? Landen? Und wenn du ihn jetzt fütterst, geht die Stamina schneller hoch. Das ist aber, denke ich mal, Fleischverschwendung. Ja, aber wenn es schnell gehen sollte. Ja gut, aber wenn wir wirklich nur was finden zum Zähmen, dann. Ja. Schauen. Ich bin schon weitergeflogen, ne? Wo seid ihr? Ich bin hinter dir, ich weiß nicht, wo das Search Engine ist. Ich finde euch schnell wieder. Lalalalala. Bist du da rechts neben mir? Ja, da seid ihr doch. Also hier ist hinten. Mal gar nicht. Ja, aber ich lande trotzdem lieber nochmal zwischen. Bei dem Scheißvieh, da weiß man nie. Bei dem schönen Adler. Aber ich muss auch sagen, wir müssen den Part schon wieder beenden, meine lieben Freunde. Die 20 Minuten sind rum, das gibt's ja gar nicht. Also wären wir dann hier auf der anderen Insel. Ich hoffe, dass da irgendwas zu finden ist. Und ja, würde ich sagen,
Guckt doch mal bei den anderen vorbei in der Videobeschreibung, alle Kanäle. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.